Hallo zusammen, hier ist Jörg Fuhrmann einmal wieder mit einem umfangreichen Erklärvideo. So, es geht um die Psychologie der Masse und um das Thema Propaganda. Mit diesem Themenkomplex habe ich mich seit über 10 Jahren beschäftigt und das war ja auch zum Teil Teil der Fortbildung im Bereich Hypnose hier. Genau, und ich möchte euch einfach davon ein wenig mit auf den Weg geben, weil ich denke, dass das wichtig ist. So, und du könntest mal jetzt hier die Bilder mal so kurz für dich wirken lassen und nochmal da so reinspüren, was es denn eigentlich bedeutet, in so einer Massenbewegung zu sein. Und die kann friedlich sein, die kann euphorisch erregt sein oder die kann eben auch gewalttätig sein oder halt eben rauschhafter Natur sein, also das heißt durch Substanzen ja induziert sein oder eben durch religiöse Ekstase oder eben halt ja durch kollektive Dynamiken wie jetzt durch Musik oder Sportfestivals angeregt, ja. Und was man ja, denke ich, sehr deutlich sieht, ist in diesen Massen, dass das Individuum als solches in ihr verschwindet und von dieser kollektiven Dynamik im Grunde ja wie mitgerissen wird. Natürlich gibt es immer wieder Einzelne, die sich dann in dieser Bewegung selber noch relativ klar sind und fragen, okay, was ist das jetzt hier, was soll das jetzt? Aber im Grunde ist natürlich die impulsgebende Kraft ist was Größeres. Das ist diese größere Bewegung der Masse als solches. Das haben ja auch viele Musiker, ich glaube Peter Maffay hat das auch gesagt, beschrieben, wie erschreckend das ist, wie man mit ein, zwei Gesten oder Anschlägen von Klängen diese ganze Horde da lenken kann. Ja? Genau. Gustave Le Bon hat gesagt, nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet, vor den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern. Der, der sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr. Der, der sie aufzuklären versucht, steht zu Opfer. Also, Le Bon hat den Klassiker der Massenpsychologie geschrieben. Das ist also ein Standardwerk, kann man sagen. Zu der Zeit haben wir aber auch verschiedene, oder auch später noch, gibt es natürlich verschiedenste Bücher, die sich auch mit ähnlichen Phänomenen beschäftigen. Dazu gehört sicherlich auch Canettis Masse und Macht oder zum Beispiel Camus, Die Pest, könnte man auch dazu zählen. Also verschiedenste Bücher wurden dort eben publiziert oder eben halt natürlich auch Bernays Propaganda, da gehe ich nachher noch kurz drauf ein. Also, Le Bon hat viele Kriterien aufgestellt und ja, Merkmale herausgearbeitet von eben Massen und Massenbewegungen. Ich habe jetzt mal so ein paar nur davon aufgegriffen, die mir jetzt für diese Präsentation wichtig ist. Also eine Masse ist grundsätzlich nach seiner Ansicht impulsiv, beweglich, irritierbar, suggestibel, leichtgläubig, besessen von schlichten Ideen, intolerant und diktatorisch. Schon mal eine harte Ansage. Und es existiert also eine gewisse Art von Religiosität der Masse. Ja, also das ist eine Dynamik, die ein Individuum so nicht herstellen kann. Genau. Meistens ist es so, dass das Individuum eher herabsinkt, so sagt er, moralisch. Ja, also es gibt auch Bewegungen der Masse, wo das eben anders ist, aber meistens ist es eher ein Hinabsinken. Was auch wieder logisch ist, was wir auch von Soldaten aus Kriegen kennen. Sobald man in dieser massenuniformierten Bewegung ist, dann ist im Grunde Tür und Tor geöffnet für alles. Gut. Dann hat er von einer Massenseele gesprochen. Das heißt also eine Seele, die diesem Kollektiven innewohnt. Er sprach auch von einer Rassenseele. Muss man jetzt sagen, er ist ein französischer Psychologe und es ist weit vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben worden.
Gut. Massen weisen unter bestimmten Umständen eine Gemeinschaftsseele auf. Und das kann auch wieder zu so Dingen wie Altruismus, Solidarität und Heroismus führen. Also auch positive Eigenschaften natürlich beinhalten. Er sagt aber auch ganz klar, das aufkommende Massenzeitalter ist negativ zu bewerten, da die modernen Massen nicht mehr in nennenswertem Maße an traditionelle Ideale, Überlieferungen und Institutionen gebunden sind. Er hat dann weiterhin verschiedene auch emotionale Aspekte herausgearbeitet, unter anderem die, dass eben eine Masse, die sehr emotionalisiert und aufgekocht ist, eben ihre Kritikfähigkeit verliert. Dann halt das, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, dass die Einzelperson löst sich im Grunde in dieser kollektiven Dynamik auf, sprich die individuellen Denkmuster und Kompetenzen und vielleicht auch die eigene Ethik und so weiter kommt zunehmend abhanden. Die Masse hat auch Probleme, persönliche Dinge von eben zu unterscheiden von sachlichen Dingen. Ja. Und ganz wichtig für mich ist eben natürlich der Aspekt der Suggestion. Das heißt, das hat er schon herausgearbeitet auch, dass eben eine Masse eben extrem suggestibel ist und leicht Hysterie, also leicht in Hysterie rutschen kann und dass es eben die Wirkung von Suggestion auf die Masse mit einer Hypnose vergleichbar ist. Also das macht sie sehr leicht lenkbar und führbar. Hat aber auch den Nebeneffekt, dass wenn keine Lenkung und Führung da ist, weil niemand als Führungsfigur jetzt da einspringt, dann wird das Verhalten eben sehr chaotisch, unberechenbar und spontan. Die Masse ist auch dann in solchen Modi sehr, sehr leicht für naive Legenden zu gewinnen und zu begeistern. Und es ist eher so ein kindlicher Modus der Meinungsbildung, der Nachahmung und der geistigen Übertragung, also wie eben Eltern und das mit ihren Kindern auch machen oder Lehrer. Gut, sie ist auch seiner Ansicht nach wenig kreativ und vermindert intelligent. Denkt einseitig grob und undifferenziert, also wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ja, und es ist nicht logisch, sondern, da sind wir wieder bei diesem Punkt der Suggestion, in Bildern. Und diese Bilder und dann die daraus evozierenden Gefühle werden eben durch Sprachsymbole hervorgerufen, durch einfache Sprachsymbole. Dies hat natürlich auch damals Edward Bernays erkannt. Bernays war der Neffe von Sigmund Freud und hat als erster im Grunde die Erkenntnisse der Freudschen Psychoanalyse gezielt zur Massenmanipulation genutzt. Und Bernays hat also sowohl, muss man sagen, in der Politik das eingesetzt als auch in der freien Wirtschaft. Und das eben mit einem extrem, ja, großen Geschick, muss man einfach sagen. Spannend ist auch, dass das Buch im deutschsprachigen Raum erst 2007 erschienen ist. Es ist aber von 1928. Das heißt also, die meisten kennen das gar nicht und ich habe es 2009 gelesen. Also es ist auch wirklich spannend, dass das eben so lange hier nicht übersetzt worden ist. Obwohl es ja wirklich ein Grundlagenwerk ist. Gut, Bernays hat also damals Wilson unterstützt dabei, dass die Amerikaner in den Ersten Weltkrieg eintreten. Die amerikanische Bevölkerung war da massiv gegen und wenn ich mich recht entsinne, ist das auch Wilsons Strategie gewesen, die Wahl damals zu gewinnen, dass er gesagt hat, das ist nicht unser Thema, geht uns nichts an, das ist Europa. Und mit diesem Slogan, Make the World Safe for Democracy, hat er es dann geschafft, also mit so einem einfachen Slogan letztendlich, und was dann auch bebildert natürlich wurde, die Amerikaner kriegseintrittsbegeistert zu machen. Innerhalb eines Jahres ging das über die Bühne und dann sind die eingetreten. So, und er hat dann die benutzten Mittel hinterher
in PR umbenannt, Public Relations, weil Propaganda einfach nicht so nicht so guten Ruf mehr hatte in dem Sinne, ja. So, und das hat er natürlich dann in Friedenszeiten auch genutzt und wurde da hochfrequentiert, zum Beispiel von den Tabakkonzernen. Damals gab es ja immer noch diese Verbote für Frauen, die durften in der Öffentlichkeit nicht rauchen, zum Beispiel, und die Feministinnen sind da halt sehr stark natürlich konträr gegangen, und der hat die dann also vor den Karren gespannt, indem er sie da aufgefordert hat, das doch zu tun, in der Öffentlichkeit zu rauchen, hat dann die Presse draufgeschickt und hat das dann verbunden mit dem Slogan der Torches of Freedom, also der Fackeln der Freiheit. Und ja, das kriegte dann eine absolute Eigendynamik. Ja, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum heute noch mehr Frauen rauchen als Männer. Ich habe ja viel mit Raucherentwöhnung auch gemacht, und das, ja, das ist vielleicht immer noch so ein unbewusstes Muster dahinter, denke ich mir manchmal. Ja, also ich lasse mir die Freiheit nicht nehmen, ja. Obwohl das natürlich, das ist ja das Paradoxe, es ist das Gegenteil, ja. Es ist ja die Unfreiheit. Das heißt also, viele Raucher, die hingekommen sind, die wollten aufhören, haben gesagt, ich will wieder frei sein. Also, ja, das ist schon spannend. Wenn wir den Mechanismus und die Motive des Gruppendenkens verstehen, wird es möglich sein, die Massen ohne deren Wissen nach unserem Willen zu kontrollieren und zu steuern, sagt Bernays. Die Meinung der Massen ist offensichtlich formbar. Statt den Geist zu beflügeln, hat ihnen die Alphabetisierung dem Einfluss von Prägungen ausgesetzt. Druckerzeugnisse voller Werbeslogans, Leitartikel, wissenschaftliche Erkenntnisse, den Trivialitäten der Boulevardpresse zusammen mit tradierten Denkmustern. Zum eigenständigen Denken kommt es dabei eher selten. Wenn wir jetzt heute meinen, wir sind so aufgeklärt und sind dem nicht mehr Opfer, oder wir können das alles steuern und wir erkennen das sofort, dann müssen wir uns leider im Grunde sagen, dass wir uns da, müssen wir erkennen, dass wir uns da selber täuschen, weil die ganze Werbung von A bis Z funktioniert genau nach diesen Prinzipien, ja. Und der Mensch wird im Grunde, ja, vor allen Dingen als Konsument gesehen und nicht als, als Mitgestalter, ja, das muss man ganz klar sagen, nach diesem Konzept. Und das greift auf allen Ebenen, ja, wir kennen das eben bei den Männern jetzt zum Beispiel mit den PKWs, ne? Also das ist jetzt ja auch eine große, massive Kränkung wahrscheinlich für viele. Ja, diese ganze Problematik, die wir jetzt gerade haben mit der Autoindustrie, das kann man natürlich auch sehr, sehr kritisch sehen, was da läuft. Aber was auf jeden Fall eingepflanzt worden ist, ist eben die Idee, dass wir etwas kaufen müssen, bevor das Alte kaputt ist. Und das ist auch sehr kritisch zu sehen. Ja, das ist also etwas, also dass wir erstmal unser Ego darüber aufblähen, was wir kaufen, und dann, was wir besitzen, und das uns ständig dann suggeriert wird, obwohl das Alte noch voll funktionsfähig ist, wir brauchen das Neue oder das Neueste. Das heißt also, man hat im Grunde den Wert verschoben von der Funktionalität, ja, also von dem, was auch vom Inneren her wichtig war, beim Auto jetzt der Motor, aufs Äußere, aufs Nebensächliche, sprich aufs Design. Und das ging also auch ganz stark dann in den 20er Jahren los, dass dann eben ständig neue Modelle rauskamen, wo dann immer irgendwelche Konfigurationsänderungen gemacht wurden. So, und das, ja, dazu kam noch die geplante Obsoleszenz. Also das kennen wir bei den Glühbirnen zum Beispiel. Gibt es ja diese Glühbirne von Edison, die da schon seit über 100 Jahren am Brennen ist. Ja, und für uns ist normal, dass die alle paar Monate dann irgendwie kaputt gehen. Ja, und das eben war eine Kartellabsprache. Ja. Das heißt, dass die Dinge eben frühzeitig kaputt gehen. Kennt ja der eine oder andere auch, dass die Sachen dann, gerade nachdem die Garantie durch ist, ja, brennt da irgendwo auf der Platine was durch. Genau. Ja, Bernays nochmal. Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheit und Meinung der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wir werden regiert, unser Verstand geformt, unsere Geschmäcker gebildet,
unsere Ideen, größtenteils von Männern suggeriert, von denen wir nie gehört haben. Dies ist ein logisches Ergebnis der Art, wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist. Große Menschenzahlen müssen auf diese Weise kooperieren, wenn sie in einer ausgeglichenen, funktionierenden Gesellschaft zusammenleben sollen. In beinahe jeder Handlung unseres Lebens, ob in der Sphäre der Politik oder bei Geschäften, in unserem sozialen Verhalten und unserem ethischen Denken, werden wir durch eine relativ geringe Zahl an Personen dominiert, welche die mentalen Prozesse und Verhaltensmuster der Massen verstehen. Sie sind es, die die Fäden ziehen, welche das öffentliche Denken kontrollieren. Und wenn man sich diesbezüglich mal überlegt, wie wenig Menschen die gesamten Medien gehören, also ist ja ganz logisch, ich würde da ja auch über den Äther senden, was mir passen würde, wenn ich jetzt irgendwie 80% der Medien besitzen würde. Das macht ja, das macht ja Sinn, ne? Würde ja jeder so machen. Genau. Erfolgreiche Massensuggestionen, das hat Russell auch beschrieben, benutzen in der Regel im Bereich der Werbung und in der PR 3 bis 4 Anteile und Facetten. Erstens, es gibt immer eine Aussage, die ist nachvollziehbar und verifizierbar, wo ein sogenanntes Yes-Set geschaffen wird, nannte Erickson das. In der Hypnose eine, dann gibt es häufig eine umgedeutete Aussage oder eine Halbwahrheit, die irgendwie eingebaut ist. Und dann gibt es häufig eine Lüge oder eine Unwahrheit, also eine Supersuggestion. Ja, also, ja, und manchmal gibt es auch einen Angriff, wo dann Angst oder Schuldgefühle eine Rolle spielen. Und das alles zusammen ist dann die Botschaft. Und das erzeugt schon so eine gewisse Art von Konfusionsinduktion. Oder man könnte auch sagen, Mindfuck. Also man kann das nicht mehr, man kann da nicht mehr klar denken. Und man springt dann vor allen Dingen auf die Bilder auch an. Die sind dann in der Regel deutlich stärker als die Worte. Also es geht vor allen Dingen über die Kanäle der Augen und der Ohren natürlich, diese ganze Thematik. Wenn man jetzt nochmal an die Werbung zum Beispiel denkt, wo man ja in den 80er Jahren noch so im Kino saß. Und dann hörte man schon das Pferdegetrappel vom Weiten, das Kino schien zu beben und man sah dann die weite Prärie und den Staub fliegen und ja, dann kam diese Horde von Wildpferden und man sieht das und hinterher kommt so ein Satz, ja, der Geschmack von Freiheit und Abenteuer, das stimmt, ja, das ist also, das ist so, wenn man das sieht, aber da hat dann noch jemand eine Schachtel mit aufs Bild geschmuggelt, eine Zigarettenschachtel und das ist jetzt in dem Fall zum Beispiel die Lüge. Das ist die Supersuggestion. Ja, das heißt also, das ist ja genau das Gegenteil. Es ist weder Freiheit noch ist es Abenteuer. Genau. Ja, und die Werbung arbeitet natürlich auch mit Angst. Also da hat Listerine und Glaxo damals vor allen Dingen mit angefangen. Und die Idee dabei ist also, den Menschen eben Ängste einzuimpfen, wo dann ja, man das Gefühl hat, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kriege ich zum Beispiel keinen Partner. Oder dann habe ich irgendwie, ja, irgendwelche anderen Probleme. Ja, also werde ich krank, werde ich mehr gesund. So, oder hier, ich bin zu mager. Ne? Also jetzt zur Traumfigur zunehmen. Heute wäre es wahrscheinlich andersrum. Ja, also solche Dinge hat man damals schon angefangen, zum Beginn des letzten Jahrhunderts und Mitte des letzten Jahrhunderts, ganz stark dann. Ja, und diesbezüglich könnte man auch von dem sogenannten, was wir heute haben als Begriff, vom Nudging sprechen. Ja, das ist ein Begriff, ja, das ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Führung oder man könnte auch sagen, eine paternalistische Führung, also eine elterliche Führung, wo man hingestupst wird auf etwas, was man machen soll. To nudge ist stupsen oder anschieben. Und ja, also das ist heute auch so ein Begriff dafür, dass Menschen in eine bestimmte Richtung geschoben werden, wo sie dann eben bestimmte Dinge machen, tun oder kaufen sollen. Joseph Nye geht darüber hinaus. Es ist ein politikwissenschaftlicher Begriff für ihn. Diese sanfte und die harte Macht, also gerade in Bezug auf die amerikanische Vorherrschaft. Und er sprach also davon, dass wir mit weicher Macht ganze Nationen und kulturelle Bewegungen
ja, quasi zu den eigenen Gunsten gefügig machen können. Und dazu, zu der weichen Macht, gehören alles, was so Medien, Ideologien, Lifestyle, NGOs, aber auch Thinktanks, also Denkfabriken, wo dann Politiker drin sind. Ja, alles, was so, ja, also was so im Grunde nicht durch Militär und durch Wirtschaftssanktionen und so weiter gemacht wird, sondern wirklich auf einer weichen Ebene. Da gibt ja auch viele Staaten, die dann bestimmte Institutionen rausgeworfen haben und gesagt haben, das ist eigentlich gar keine, ja, wie soll ich sagen, neutrale Organisation, sondern die wollen hier ein bestimmtes Programm durchziehen. Ja, und das kann man also als Normalbürger alles gar nicht sehen. Also als damals diese ganzen Farbenrevolutionen waren, der Name Farbenrevolution, der hört sich ja schon so toll an, da war mir das auch nicht klar, dass das vor 10 Jahren war das ja ungefähr, da habe ich das irgendwie auch im ersten Moment erstmal gefressen und gesagt, mein Gott, da ist jetzt ja richtig eine tolle Umwälzung im Gange. Und ja, wo das dann hingeführt hat, sieht man dann häufig Jahre, ein paar Jahre später dann. Ne? Und wenn man diese Mechanismen ein wenig versteht, dann kann man diese Dinge auch zusehends schneller erkennen. Genau, Deutschland hat in so einer Studie, einer sogenannten Monocle Survey, in den letzten Jahren weltweit abwechselnd die ersten 3 Plätze eingenommen. Auch nochmal wichtig für den Einsatz dieser Softpower. Spannend, ne? Gut, es gibt im Krieg natürlich immer viele Strategien und die sind auch sehr schön beschrieben worden, zum Beispiel im Standardwerk Sun Tzu, Die Kunst des Krieges. Und ja, der bekannte Satz, im Krieg stirbt zuerst, ist das erste Opfer die Wahrheit, ja, der ist, glaube ich, nach wie vor jedem klar und gegeben. Und dazu gehört zum Beispiel eben, dass man an einem möglichen Feind nichts, kein gutes Haar lässt. Ja, also alles irgendwie schlecht machen, die Götter lächerlich machen, alles in den Schmutz ziehen, mit allen Mitteln das Ansehen der führenden Schichten untergraben, in dunkle Geschäfte sie verwickeln und so weiter und sie der Schande preisgeben. Dann Streit und Uneinigkeit unter den Bürgern schaffen, die Jugend gegen die Alten aufstacheln. Die Arbeit der Behörden behindern, dass dort ja nach regulären Prinzipien gearbeitet werden kann, überall Spitzel unterbringen und ja, vor allen Dingen eben auch die Armee schwächen, also ihren Kampfeswillen schwächen. Das soll wohl schwüle Musik heißen, sehe ich gerade, oder weiß ich gerade selber nicht mehr. Na gut, also genau, und dann eben noch mit Versprechungen aufwarten von Geld und Geschenken und so weiter. Und das alles reicht also schon für eine Destabilisierung. Natürlich geht das weiter in einer Form von Propaganda, wo dann zum Beispiel, wenn es dann zum Krieg kommt, zum Beispiel vom Kriegsanlass, Vorwand und von der Ursache her in der Regel, ja, nicht unterschieden wird. Das heißt, das haben wir bis heute, ja, dass wir nur immer den einen oder anderen Aspekt eben vorgehalten bekommen, aber wir sehen meistens nicht das ganze Bild. Ja, das ist also auch ganz wichtig und das geht auch, denke ich, bis in die heutige Zeit hinein natürlich. Ich sage jetzt nur mal die Inkubatoren in Kuwait. Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen in Jugoslawien, Krieg, sind angeblich Konzentrationslager gewesen, waren ja alles Kriegslügen, Golf von Tonkin auch Kriegslüge. Und genauso kann man auch den Ersten und Zweiten Weltkrieg auseinandernehmen, was da im Vorfeld passiert ist. Und wenn man diese Mechanismen einmal versteht, dann sieht man eben auch sehr, sehr gut, was letztendlich sich immer wiederholt, weil das ist nicht sonderlich kreativ, da passieren immer die gleichen Sachen. Und in der Situation X ist man eben dann da drin und ja, glaubt eben dann dem, was da geliefert wird. Und Jahre später kann man dann erkennen, dass das alles wieder das gleiche Spiel war. Walter Lippmann hat 1920 schon geschrieben, die Umerziehung ist abgeschlossen, wenn die Kriegspropaganda in den Geschichtsbüchern steht und geglaubt wird.
Ja, also Propaganda wird natürlich immer von den Siegern geschrieben, ist ja klar. Der Verlierer hat da nicht viel zu melden. Ja, das ist auch ganz wichtig. Man spricht diesbezüglich auch von sogenannten Psy-Ops. Das sind eben Operationen der psychologischen Kriegsführung. Und da geht es eben ganz gezielt darum, die Bevölkerung oder die Streitkräfte zu beeinflussen. Und ja, wie gesagt, also wie bei der Werbepsychologie auch, wird da auf allen Kanälen gesendet. Im Zweiten Weltkrieg hat man dies vor allen Dingen über Radio gemacht und eben dann über Flugzettel, die man auch abgeworfen hat, und über Zeitungen. Das wird ja nach wie vor so gemacht. Natürlich sind die Mittel breiter geworden, weil man halt alle möglichen Optionen hat diesbezüglich dank Internet. Und ja, heute spricht man eben auch eher von Stabilisierung beziehungsweise im Gegenpol von Destabilisierung würde man dann sprechen. Spannend ist ja auch, dass wir natürlich in unserer deutschen Geschichte ein nicht allzu weit entferntes Beispiel haben, das irgendwie zunehmend in Vergessenheit gerät. Es gab ja am Lehrstuhl in Potsdam einen Lehrstuhl für operative Psychologie und da wurden quasi sogenannte Zersetzungsmaßnahmen der Stasi, ja, konnte man da studieren. Und dort ging das Ganze dann eben einen Schritt weiter, nämlich auf die persönliche Ebene. Man hat dann eben geschaut, wenn man jemanden gefügig machen wollte oder eben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes fertig machen wollte, wie man dessen Selbstvertrauen gezielt untergraben kann, wie man mit Kalkül die Sicherheit in, ja, Familie, Verein, Beruf gezielt zersetzen kann und wo man eben die empfindlichsten Stellen einer Person finden kann und sie quasi dann dort auf den Punkt treffen kann. Also was sind seine Schwächen? Ja, wie können wir dort jetzt Gerüchte streuen im Ort oder in der religiösen Gemeinde oder im Verein oder was auch immer? Wie können wir systematisch den Ruf einer Person öffentlich diskreditieren mit wahren und unwahren Tatsachen? Da gibt es ja heutzutage auch im Internet alle möglichen Plattformen, die dazu dienen, genau das zu tun. Ja. Systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes, des Ansehens und des Prestiges auf der Grundlage miteinander verbundener, wahrer, überprüfbarer und diskreditierender sowie unwahrer, glaubhafter, nicht widerlegbarer und so und damit ebenfalls diskreditierender Angaben. Systematische Organisierung beruflicher und gesellschaftlicher Misserfolge zur Untergrabung des Selbstvertrauens einzelner Personen, Erzeugung von Zweifeln an der persönlichen Perspektive, Erzeugung von Misstrauen und gegenseitigen Verdächtigungen innerhalb von Gruppen, örtliches und zeitliches Unterbinden bzw. Einschränken der gegenseitigen Beziehung der Mitglieder einer Gruppe, zum Beispiel durch Zuweisung von örtlich entfernt liegenden Arbeitsplätzen. Also das war zum Beispiel eine Richtlinie, ja, von vielen. Und ja, ich habe da auch mit Leuten gearbeitet, die unter diesen ganzen Verfolgungen der Stasi und so weiter gelitten haben. Und das hat sich alles mit dem auch sehr gut gedeckt. Dann gibt es einen Begriff, der nennt sich Social Engineering. Und das Social Engineering ist entstanden aus den Erkenntnissen, die man an den mit den Kriegstraumatisierten im Ersten Weltkrieg gesammelt hat, an den Tavistock-Kliniken in England. Und man fand heraus, dass Menschen, die halt unter Granatenschock litten und Kriegstraumaschock litten, eben extrem suggestibel waren und eine extreme Offenheit besessen haben für die gezielte Beeinflussung von außen. Und der OSS, ja, also das mit militärischen Operationen der Royal Air Force wurden also ja vom Geheimdienst USS mit diesen Tavistock-Kriegspsychologen ausgearbeitet. Und dazu zählten im Zweiten Weltkrieg dann gerade diese ganzen Feuerstürme und Flächenbombardements gegen die Zivilisten. Also das war vor allen Dingen psychologische Kriegsführung. Und das basiert also auf diesen Erkenntnissen letztendlich. Trist und Emery entwickelten dort eben auch eine Theorie der sozialen Turbulenzen, wobei eine Gesellschaft einer Serie von Schocks ausgesetzt wird. Dazu könnten zum Beispiel gehören Energieverknappung, wirtschaftlicher und finanzieller Zusammenbruch, terroristische Anschläge.
Amokläufe und so weiter. Dabei würde es mit der Zeit von den Menschen als normal hingenommen, dass sie in ihrer Sicherheit bedroht, angegriffen und vielleicht sogar getötet würden. Folgten die kollektiven Schocks schnell und mit wachsender Intensität aufeinander, dann wäre es laut Trist und Emery möglich, eine gesamte Gesellschaft buchstäblich in einen Zustand des Massenwahns und der kollektiven Dissoziation zu treiben. Aus den Folterberichten wissen wir zu Genüge, das Trauma eines anderen Menschen mit anzusehen sich häufig seelisch noch schlimmer auswirkt, als es selbst am eigenen Leib zu erleben. Die Menschen würden sich als Lösung in einen dissoziativ-hypnotischen Zustand der Realitätsverweigerung zurückziehen, in Unterhaltung und Ablenkung flüchten, gleichzeitig aber zu irrationalen Wutausbrüchen neigen. Diese Wut könne sehr leicht über die Mittel der Massenkommunikation und des Fernsehens gelenkt werden. Wie gesagt, damals war das Internet noch nicht präsent. Ja, Carlo Schmitt hat auch schon gesagt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt. Souverän ist, wer über die Wellen des Raumes verfügt. Genau. Das sind so ein paar klassische Extrembeispiele, denke ich. Das eine hatten wir gerade. Aber Hiroshima und Nagasaki könnte man, glaube ich, sehr gut in eine ähnliche Richtung packen. Links sehen wir das Besprühen von Flugzeugen mit giftigen Substanzen, also mit Chemie, genannt Agent Orange. Ja, das kann sich ja heute kaum noch jemand vorstellen, dass das eine Regierung machen würde. Der Vietnamkrieg ist das beste Beispiel dafür, dass das ja, jahrelang passiert ist. Und es gab ja sogar den Fall, dass es über Kalifornien sogar auch gemacht wurde, dass in den 60er, 70er Jahren da dort Dinge ausgebracht wurden. Und das ist damals aufgeflogen und hat der Fokus sogar darüber berichtet. Genau. Und ja, also das sind natürlich die Folgen in Vietnam, kann man ja heute noch sehen. Also Generationen jetzt danach sind die Kinder immer noch verkrüppelt und missgebildet, fehlgebildet kommen sie zur Welt, ja, also viele. Das sind auch solche Dinge hier, die dann als Tabus quasi gelten, wo bis heute auch fast nicht darüber berichtet wird in den öffentlichen Medien, was da eigentlich passiert ist. Und das sind jetzt hier ein paar Bilder von den Rheinwiesenlagern oder diesem Folterzentrum in London, London Cage genannt. Ja, wo die Menschen jetzt interniert waren, zu Tode gefoltert wurden oder eben dort in den Lagern in der Matsche gesessen haben und dort krepiert sind, weil sie nicht mal Hütten hatten. Genau, das sind also so auch dann kulturelle Themen, die dann im Untergrund geblieben sind, weil sie einfach nicht besprochen werden dürfen. Beziehungsweise jeder, der die angesprochen hat, wurde sofort in eine bestimmte Ecke gepackt. Und daraus resultiert mit der Zeit sowas wie ein sogenanntes Stockholm-Syndrom, könnte man sagen. Ja, also das ist ja bekannt von der Geiselnahme, dass nach diesem Drama eben dann, das waren nur 6 Tage, muss man dazu sagen, ja, kooperierten die Geiseln eben mit dem Täter und ja, entwickelten halt also eine größere Angst vor der Polizei als vor den Befreiern und als ja, es gibt dann genügend Fälle auch, dass dann Menschen auch die Polizei angreifen und so weiter, ja. Und im Anschluss gibt es dann auch solche Fälle eben, wo dann, wie auch hier jetzt, wo der Geiselnehmer dann besucht wird und versorgt wird und wo man um Amnestie bittet oder den hinterher womöglich sogar heiratet oder was auch immer, ja. Genau, das ist einfach so eine Beschreibung dessen als Phänomen. Ja, das könnte man also auch durchaus übertragen auf andere Phänomene. Es gab ja auch die, da möchte ich jetzt nicht genau drauf eingehen, aber es gab ja auch die sogenannten Projekte der Bewusstseinskontrolle, die fingen dann im Zweiten Weltkrieg schon an, vom OSS ging hinterher dann weiter, Operation Artischocke oder später MK Ultra und so weiter. Wo es darum ging, Menschen, Massen wirklich nach Möglichkeit zu manipulieren. Da waren auch viele Institutionen beteiligt, über 40 also Hochschulen, psychiatrische Kliniken und die Menschen wurden da eben gegen ihren Willen und ohne ihre Einwilligung und man hat ihnen noch nicht erklärt, was mit ihnen passieren wird. Und ja, diese Dinge sind da ja auch massenhaft gelaufen
Und ja, da hat man zum Beispiel also auch ganz klar, zum Beispiel dann, also Sagan war da auch beteiligt, hat dann das Buch geschrieben, Battle for the Mind. Es gibt auch einen Psychiater, Colin Ross, der hat diese Sachen auch alle mal untersucht, was da so passiert ist. Das war auch nicht nur in den USA, es ist auch in Kanada passiert. Und natürlich, klar, in China, Russland und so weiter sind diese Sachen auch gemacht worden. Das ist eben nicht so bekannt geworden. Also Angst, Wut, Erregung und Schock verändern die Gehirnfunktionen, ist eine klare Erkenntnis, trüben das Urteilsvermögen und machen extrem beeinflussbar. Somit lässt sich das Bewusstsein individuell und kollektiv gezielt steuern. Also man könnte von einer Herdentriebfunktion sprechen. Ja, und das kann eben auch über Fernsehen, Bilder und dort eben sehr emotionale Szenen eben erfolgen, ohne dass das wiederum rational, kritisch bewusst wird. Ja, sprich also was man hört und was man sieht, ja, das geht also rein. Ja, so Robert Scaer, Traumatherapeut, sagt dazu, die Unternehmen der Nachrichten- und Unterhaltungsindustrie erhöhen also ihren Profit, indem sie eine ohnehin traumatisierte Bevölkerung mit immer neuen traumatischen Ereignissen konfrontieren. Nochmal Emery und Trist haben auch in zwei Studien belegt, dass schon der Prozess des Fernsehens an sich ein Gehirnwäschemechanismus sei. Sie hatten bei Versuchen festgestellt, dass gewohnheitsmäßiges Fernsehen unabhängig vom Inhalt die kognitiven Geisteskräfte zum Erliegen bringe und auf das Zentralnervensystem ähnlich wirke wie eine Droge, was den gewohnheitsmäßigen Fernsehzuschauer zu einem leichten Opfer von Suggestion und Manipulation mache. Die Probanden der Studien leugneten sogar, dass etwas mit ihnen nicht stimmen könne. Und dass eine Manipulation ihres Denkens überhaupt möglich sei, kommt einem vielleicht bekannt vor, ne? Und dann haben sie auch noch so mal ganz am Rande bemerkt, in den USA ein Wechsel zu einem faschistoiden Polizeistaat vorausgesagt mit dem neuen Jahrtausend. Da sind wir noch nicht, aber der eine oder andere sieht ja so Dinge kommen. Milton Erickson, der ja, Hauptbegründer der modernen Hypnotherapie, hat auch was Wichtiges gesagt dazu. Es gibt viele Mittel, um gewohnte Bezugssysteme außer Kraft zu setzen. Jeder Schock und jede Überraschung fesselt vorübergehend die Aufmerksamkeit und unterbricht das vorhergehende Assoziationsmuster. Jedes Erlebnis des Unrealistischen, des Ungewöhnlichen oder des Fantastischen ermöglicht es, die Dinge auf neue Weise zu erfassen. Und das kann eben im Positiven genutzt werden, wie im Negativen. Hier ist die negative Variante. Ja, da sieht man also die Trümmer von 9/11 und den Blick der Menschen dort auf der Straße, die völlig geschockt sind, in der Angst sind. Ja, Terence McKenna sagte diesbezüglich, dass Kultur ein sehr repressiver Kult ist, der in alle möglichen Formen von Automatismen hineinführt und Degradierung und Verhalten, was nicht durchdacht wird. Und das stimmt. Also wir haben natürlich alle durch die Bank irgendwelche Erziehungsprogramme durchlaufen und werden alle in irgendeine Richtung ständig geschubst und werden ständig abgefahren emotional mit irgendwelchen Sachen und sind eigentlich kaum in der Lage zu hinterfragen, wem oder was das jetzt diese Info dient. Also man kann das, glaube ich, sehr gut sehen, wenn Informationen gerade sehr breit, gerade auf allen Medienkanälen sehr ähnlich gestreut werden, dann ist das häufig auch gut, da mal zu hinterfragen. Es gab auch von Kurt Lewin, also einem Hauptbegründer der auch systemischen Arbeit, der auch in Tavistock war, soweit ich weiß, ein Drei-Phasen-Modell. Und das wird häufig auch zum Beispiel in Firmen dann eingesetzt, wenn man neue Strukturen erarbeiten will. Da gibt es ja immer eine alte Struktur, die möchte man im Grunde weghaben. Da müssen wir, das geht aber nicht so einfach. Das heißt, die Leute müssen ein Stück weit aufgetaut werden und dann bewegt werden. Und das Neue, was wir dann haben, das möchten wir dann wieder fixieren und dann kommen wir zur neuen Struktur. Und da werden dann immer so schöne Spielchen mit den Leuten gemacht, obwohl eigentlich die neue Struktur im Vorfeld schon insgeheim im Hintergrund feststeht. Wird natürlich dann suggeriert, dass die Leute also an den Veränderungsprozessen jetzt teilhaben können. Und dann werden sie mit einbezogen, es werden Fragebögen ausgefüllt und sollen das eben entwickeln und so, ne? Also dann werden sukzessiv eben die neuen Standards eingeführt, dann gibt es Trainingsmaßnahmen, dann wird das Ganze überwacht und
Ja, mit der Zeit gehört das dann eben ganz als natürlich dazu. Und dann wird dieser Prozess eben weiterhin überwacht und hat man also eine neue Ebene von Steuerungsmöglichkeit erreicht. Und daraus entstehen mit der Zeit also massenhafte Kooperationsnetzwerke. Ja, das heißt also einer wechselseitigen Bestätigung einer subjektiven Realität. Ja, also das haben wir schon im Mittelalter gesehen beim Hexenwahn. Das war ja also rechts das Zeichen der Inquisition. Entweder du nimmst den Olivenstrauch oder du kriegst das Schwert. So, und da war das ja auch schon so, dass man eben, eigentlich gab es eine Bulle vom Papst, wo drin gestanden hat, wer an Teufel und Dämonen glaubt, ist ein Ketzer. Ja, und dann hat die Kirche aber selber angefangen daran zu glauben, ein paar Jahre später. So, das heißt also, man ist eigentlich selber in eine paranoid-schizophrene Wahnvorstellung geraten, wo man also ständig etwas gesehen hat, was man dann im Außen bekämpft hat, obwohl man eigentlich vom Papstdekret her selber hätte dafür verurteilt werden müssen, weil man es sieht. Paradox, ja, total paradox. So, und so haben wir natürlich also immer wieder eine, wie soll ich sagen, eine Schaffung einer neuen objektiven Realität, weil wir diese gleichen Mythen, gleichen Rituale haben und die Hinterfragung ist nicht vorgesehen, ja. Und gegenseitig gibt es dann immer diese Bestätigungen und ja, also das findet also ständig statt. Und wenn dann also noch zum Beispiel zur Dissoziation, ja, schön, zur Dissoziation aufgerufen wird, wollte ich sagen. Also wenn dann noch zur Denunziation aufgerufen wird, ja, dann ist das natürlich großes Kino. Hatten wir jetzt ja gerade auch mal wieder, wird auch eifrig genutzt von den Deutschen. Das ist also dann etwas, was natürlich sehr, sehr schwierig ist und ja, was dann in ganz problematische Bereiche und Dynamiken hereinführen kann. Ja, Erikson nochmal zum Abschluss. Im weitesten Sinne können wir von posthypnotischer Suggestion immer dann sprechen, wenn wir in einem Augenblick der Aufgeschlossenheit eine Idee vorbringen, die später in Verhalten umgesetzt wird. Dieser Augenblick der Empfindlichkeit kann während einer formell induzierten Trance oder während der gewöhnlichen Alltagstrance auftreten, bei der die Aufmerksamkeit auf eine Sache von großem Interesse fixiert oder konzentriert ist. In diesem Sinne würde ich euch empfehlen, ab und zu mal abzuschalten. Daniele Ganser hat das ja auch gemacht, hat ja auch empfohlen, in den Wald zu gehen. Und das ist, denke ich, immer mal eine ganz gute Maßnahme, sich in die Natur zu begeben, auch in der Erde zu wühlen, all diese ganzen Medien mal abzuschalten, nicht ständig vor dem Screen zu hängen. Dann vor allen Dingen auch Dinge wirklich mal, wenn ich davor bin, schon Dinge eher also selektiv zu schauen, bewusst zu wählen. Ja, also ich habe meinen Fernseher diesbezüglich auch dann vor 20 Jahren entsorgt. Das ist also auch eine Maßnahme, die ich diesbezüglich eingeleitet habe. Und dann eben, ich merke auch dazu, wenn ich mal wenn ich im Hotelzimmer bin, dann neige ich auch dazu, das Ding anzustellen und dann erfolgt schon so dieser Berieselungseffekt. Und wenn man also selber aktiv noch proaktiv sich Dinge aussucht und auswählt, dann kriegt man doch häufig noch mal eine andere Wachheit beim Schauen und ist vor allen Dingen man ist proaktiver und man schaut eben auch Dinge wirklich gezielt als Bereicherung. Und dafür ist das Internet ja zumindest noch eine gute Chance und Möglichkeit, sich zu bilden. Also in diesem Sinne wünsche ich dir ein gutes Bewusstbleiben. Bei dir bleiben, dafür braucht es auch immer Achtsamkeit. Meditationstraining und so weiter ist dafür auch sehr gut und sehr wichtig. Und ein gutes Grounding, gute Erdung. Und es ist auch wichtig, die eigenen Trigger zu kennen, die einen wirklich in die Aktivierung des Nervensystems bringen, also raus aus dem ventralen Vagus bringen und ja, in Notfallmodi reinbringen. Und dafür ist es wiederum notwendig, dann eben bestimmte Strategien zu kennen. Das mache ich ja mit Leuten hier in der Einzelarbeit, das zu erarbeiten. Also in diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und alles Gute. Schöne Grüße von Jörg Fuhrmann vom Bodensee. Tschüss.